Wow, die hat uns tatsächlich betrogen. Es war klar, allein schon wie die gesprochen hat, wie die da stand. Oh, alles immer so schön, toll. Nicht wirklich, schießt ihren Partner auch noch richtig dreckig ab. Oh, harte Sache. Tatsächlich vor. Genau wie die Queen Zenobia. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. An alle sofort evakuieren. Der Vorgang kann nicht abgebrochen werden. Wiederholen. Schachmatt. Sieht aus, als hätte meine kluge junge Assistentin den letzten Zug gemacht. Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Völlig klar. Endlich kennen wir unser Ziel. Deine Zeit läuft ab morgen. Das sind vielleicht nicht die originellsten letzten Worte, aber ich wünsche Ihnen viel Glück, meine Herren. Meine Herren? Okay. Hallo, Herr Jill. Alles klar? Chris. Ja, zuerst müssen wir hier rauskommen. Wer zum Teufel hat jetzt die Tür geöffnet? Da, dann an die Tür. Holy shit. Noch haben wir keinen Countdown, also können wir noch machen, was wir wollen. Irgendwas fällt mich aber sicher gleich an. Aber jetzt müssen wir erstmal hier schnell weg. Ich kreise über der Queen Zenobia. Treff unser Vordeck. Es bleibt nicht viel Zeit. Also los. Wiederhole. Der einfach die Tür zu. Komm schon, schnell hier weg. Jill, zum Vordeck geht's hier lang. Shit, das wird so knapp. So knapp. Aber wir können nicht verlieren. Wir können nicht sterben. Wir können nicht versagen. Jill und Chris sind zu wichtig. Die Explosionen haben angefangen. Wir haben keine Zeit mehr. Ich springe runter. Boah, spring runter. Kündige es groß an. Wir müssen tauchen, oder? Wir müssen tauchen. Ah. What the hell, wir müssen nicht tauchen. Wir müssen garantiert tauchen. So. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, weil ich da keine Karte genau hatte. Oh, toll, kann ich gar nicht hoch. Ich dachte, ich kann da kurz Luft holen. Naja, hat sie erledigt. Holy shit, Chris ist aber ganz schön schnell. Dass ich immer die Tür aufmachen muss, so dumm. Wow! Eine Explosion nach der anderen. Hier fliegt uns alles um die Ohren. Bloß weg hier. Wow! Jetzt aber gut. Schon da, schon da! Ja, toll. Mir geht's gut, aber ich komm nicht durch. Null Problemo. Ach, die ganze Scheiße zwar noch länger, aber egal. Parker! Da hält er jetzt ein bisschen hingeschafft. Oh. Hi, Jill. Kannst du stehen, Parker? Danke, Jill. Toll, jetzt laufen wir so langsam und hier fickt uns alles um die Ohren. Jessica hat geschossen. Sie gehört zu morgen. Jessica! So heftig. Komm schon, bitte lebt nicht mehr. Bitte lebt alle nicht mehr. Quälen wir uns langsam durch. Da kommen wir nicht vorbei. Mist. Können wir das nicht abstellen? Da hinten ist das Ventil und ich wette, sobald ich drauf drücke, erwachen alle ganz magisch zu leben. Das heißt, wir drehen uns und schießen direkt auf die Gasflasche.
Ja, sag ich doch. Werd nicht übermütig. Hier komme ich schon zusammen raus. Soll es 5 Jahre dauern. Gut, 5 Jahre ist ein bisschen viel, aber wenn das Schiff bis dahin hier explodiert, definitiv machbar. Chris, ich erkläre es später. Gib mir einfach Deckung. Genau. Schieß zum Beispiel auf die Gasflasche, sonst mach ich das. So, Chris kann uns jetzt hier ordentlich helfen. Parker bremst uns zwar ordentlich aus, aber wir schaffen das. Schritt für Schritt. Entschuldige. Oh Gott. Chris, Zeit. Ich weiß, aber wir lassen keinen zurück. Genau. Ich halte euch nur auf. Dann jetzt sind wir alle draufgehen in der Explosion und nur noch Fetzen sind. Vielleicht existieren wir sogar weiter durch den Virus. Keine Ahnung, vielleicht kann unser Auge dann plötzlich sprechen, was irgendwo von uns abgeplatzt ist. Ein sprechendes Auge. Hell yeah. Holy shit, lässt er sich einfach fallen. Gibt's einfach nicht, aber wir müssen hier weg. 4 Minuten 30. Nein, die Zeit wird knapp. Ich meine, war klar, dass die den einfach getötet haben. Denn Parker wird wahrscheinlich nicht so viel Verwendung für den haben. So, wir können nochmal alles schön abändern. Haben wir Parkers Waffen bekommen? Jo, Tatsache. Guck mal, ohne Mist, die waren zu zweit. Die hätten den locker hochziehen können, locker. Und Chris sogar wahrscheinlich alleine. 192, die Waffe macht definitiv mehr Schaden. Aber vielleicht ist der Basisschaden von der Waffe ein Ticken höher. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Boah, 252. Fuck yeah! Ich will auf jeden Fall die... Ja, die Desert Eagle habe ich drin. Es ist gut. Shotgun brauchen wir. Ah, hier könnte der Basisschaden auch wieder hoch, höher sein. Deshalb nehmen wir die M3. Das tauschen wir mit dem aus und dann ballern wir nochmal ordentlich Schaden hier drauf. Bin ich sicher gerade. Ich kann nur einmal Schaden. Jupp. Brauchen wir irgendwas für die Shotgun? Schaden plus 3. Wow. Konzentriertes Feuer. Halten Sie den Feuerknopf gedrückt, um einen aufgeladenen Schuss abzufeuern. Ey, das wäre richtig geil. Können wir das? Unkonzentriertes Feuer? Jo. Und noch ein Feuerstoß. Das ist geil. Das ist nur mal eine Shotgun. Holy shit. Nicht viel Zeit, aber ich guck trotzdem nochmal. Huhu. Wir haben keine Munition dafür, wir haben kaum Munition dafür. Das heißt, die Shotgun wird unser bester Freund sein. Fuck, er kommt ausgewichen. Daher kommt das Vieh und holt mich erstmal hier weg. Komm schon, Chris. The fuck?
kannst du mir noch wenigstens das Vieh vom Hals schaffen. Nö, macht er nicht. Das ist nicht mein Partner. Hey Leute, das ist Chris. Endlich zeigt er sein wahres Gesicht. Ich weiß es nicht, ey. Ich bin dem Vieh viel zu nah. Wir verschwenden schon viel zu viel Zeit. Geht doch. Ich drehe jetzt so schnell wie möglich. Ich nehme meine ganze Handfläche dafür. Okay. Heiß geworden, jetzt die Hand vordrehen. Glück, dass der Controller nicht abgefallen ist. Oh ja. Erstmal daneben ballern. Ihr wollt mich doch heute alle ärgern. Ihr wollt mich doch alle ärgern. Was nennt man den taktischen Vorbeiläufer? Monster zum Träumeln bringen? Träumeln, ist auch gut. Taumeln bringen und dann vorbeilatschen. Ist klar. Ist klar. Ja, genau! Ich weiß, lecker, lecker chillen. Nur, dass die Viecher nicht klettern können. 2 Minuten 30! Das sind wir nochmal richtig knapp. Geskriptete Explosion. Na, aber hallo. Hier kommen auch nochmal Viecher. Störung? Da, wir fliegen jetzt nicht wirklich ins Wasser. Bitte nicht. Und bitte kein Boot. Aber die Aussicht ist wieder mal herrlich. Also wirklich so ein schöner Himmel. Also, besser hätte es gar nicht gehen können. Ist der Raffas an mir vorbeigeflogen? Oh, fuck. Oh! Oh mein Gott! Kommt sowieso noch was geflogen. Kann zum Glück sagen, dass ich so viel Medikits habe. Okay. Oh, du Gottes Willen. Ich gucke immer zur Seite. So, das war's jetzt aber. Nicht mehr viel, nicht mehr lange. Gleich da. Beeilt euch, Leute. Yeah! Riesiges Monster zum Schluss! Als Endboss. Oh, da cutten die das tatsächlich nur mal in einer separaten Episode. Komm schon, Monster, Monster, Monster killen! Gar nicht lange warten. Ja, Speicher beendet. Go, go, go! Spür die Rache meiner Shotgun. Bisher bei Resident Evil Revelations. Keine Bewegung. Sie will den Selbstzerstörungsmechanismus des Schiffs aktivieren, um alle Beweise zu vernichten. Selbstzerstörungssequenz eingeleitet. Sieht aus, als hätte meine kluge junge Assistentin den letzten Zug gemacht. Also, ist euch jetzt endlich alles klar geworden? Jessica! Tut mir leid, Parker. Wir sehen uns. Parker. Offenbarungen. Da steht nichts von der letzten Episode. Vielleicht kommt noch eine. Und noch eine und noch eine.
Ja, ich denke, das Viech will jetzt erstmal richtig heftig aufs Maul. Hier, Patrick, hören Sie mich! Aufnahme der Passagiere nicht möglich. Fliege weiter im Kreis. Patrick, Ende. Boah, ist das Vieh brutal. Verdammt, was ist das? Wir schaffen das, Chris. Wie wir das schaffen werden? Bring it. Kim, dieses riesige... Oh mein Gott, ist das geil. Am Bluten wie Sau und einfach nur widerlich. Jetzt brauchen wir was anderes. Ne, warte, die Parasiten sind... Da. Bleib hier. Da. Okay, erstmal den Boss ein bisschen beobachten. Nix da.